Vicky, eine empfindliche Auswärtspleite gab es am Samstag bei Fortuna Köln. Ja, wie schwer ist es, ein solches Spiel aus den Klamotten zu kriegen? Ja, also die ersten Tage danach waren wirklich nicht sehr angenehm. Ich meine, gerade wir Abwehrspieler haben daran zu knabbern, wenn man vier Gegentore bekommt. Und ja, ich glaube, dass wir jetzt in der Woche das ganz gut aufgearbeitet haben und ja, das mehr oder weniger vergessen haben, den Blick nach vorne richten. Und jetzt haben wir wieder vor heimischer Kulisse die Chance, es wieder gut zu machen. Du sprichst den Blick nach vorne an. Am Samstag kommt Osnabrück in die Britta Arena als momentaner Tabellendritter. Was erwartest du für ein Spiel und was für einen Gegner? Ja, Osnabrück ist eine sehr, sehr stabile Mannschaft. Und ja, ich denke, so werden sie auch auftreten. Sie werden sehr viel Selbstvertrauen haben und werden auch auswärts selbstbewusst auftreten. Wir müssen schauen, dass wir ja, so auftreten, wie wir es eigentlich immer gemacht haben hier. Klar war auch das ein oder andere schwächere Spiel dabei, aber wir haben nicht verloren. Das muss uns immer im Hinterkopf bleiben. Und ja, wir haben keinen Grund, nervös zu sein oder Angst zu haben vor Osnabrück. Und so werden wir dieses Spiel auch angehen. Worauf führst du die Heimstärke in dieser Saison? Noch kein Heimspiel verloren in der Britta Arena zurück? Das ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, dass man einfach, oder dass die Gegner vielleicht auch ein Stück weit mehr Respekt haben, dadurch, dass wir bisher noch ungeschlagen sind. Und ja, ich glaube auch, dass wir uns ein Stück weit auch einfach wohler fühlen. Man kennt das Stadion und ich denke, das sind so Punkte, die das alles ausmachen. Und ja, wie gesagt, ich verstehe es ja manchmal selber nicht, woher es kommt, dass wir auswärts halt nicht so gut sind diese Saison. Und ich freue mich einfach, dass es momentan noch so ist, dass wir ungeschlagen sind hier. Und das gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Insgesamt steht ja die nächste englische Woche an mit den Spielen gegen Osnabrück, Stuttgarter Kickers und VfR Aalen. Ja, sind englische Wochen im Saisonendspurt etwas, worauf man sich als Spieler freut? Oder wie siehst du das? Natürlich ist es immer eine höhere körperliche Belastung. Trotzdem, es wird ja nicht so allzu viel trainiert in der Woche. Von daher kann man das, was die Regeneration angeht, relativ gut steuern, dass man dann auch an den Spieltagen fit ist. Ja, es ist gut, dass wir jetzt die Chance haben, innerhalb von drei Spielen halt einen großen Schritt zu machen, wenn wir diese Spiele erfolgreich bestreiten. Natürlich hat man auch im Hinterkopf, dass es halt auch nicht so gut gehen kann, wenn man nicht so erfolgreich ist. Aber ja, wir sehen das positiv. Wir haben zwei Heimspiele von den drei Spielen. Und unser Ziel ist es, ja, natürlich möglichst die Spiele zu gewinnen. Und dass wir es zu Hause können, haben wir bewiesen. Und auswärts, denke ich, sind wir mittlerweile auch mal wieder dran. Dankeschön. Gerne.